Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme zu Minecraft. Und ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und ja, da weiß ich noch, da war ich sehr ratlos, da wusste ich nämlich nicht mehr, was ich machen wollte. Und ja, ich habe mir jetzt mal was überlegt. Wie wär's denn, wenn wir hier so ein Vorrat, so eine Vorratskammer machen? Ich glaube, das wäre schon ganz geil, weil unser Inventar wird ja so langsam auch ein bisschen voller. Und da sollte man es ja vielleicht irgendwo unterbringen. Ich glaube, die mache ich dann mal, wenn man reinkommt. Mache ich die erstmal auf der rechten Seite. Ja, genau, die Wand, die mache ich dann aus Holz. Das sieht dann ein bisschen hübsch aus. So. Und ich würde sagen, die Decke mache ich dann 4 Blöcke hoch, weil dann können wir immer 2 Truhen jeweils an einer Wand packen. So. Und die Mitte ist die hier. So, jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Holz, das habe ich ja. Eigentlich können wir das auch für unsere Hütte da oben nehmen, aber ich mache jetzt hier erstmal unseren Unterschlupf fertig, damit das hier schön gemütlich ist. Denn wir werden eh die meiste Zeit hier drin verbringen. So, damit wir schon mal eine Grundstruktur bekommen. Steine haben wir ja genug. So, mal gucken, ob ich den Raum hier genauso groß mache wie den hier. Muss ja vielleicht nicht ganz so breit und so groß sein. Halt einfach, dass man dort erstmal was verstauen kann. Nur wir sollten dann auch schon mal einen kleinen Grundstock legen, dass man dann halt schon mal auch für weitere Kisten sorgen kann. Wir werden ja mit der Zeit immer mehrere Items sammeln und die müssen ja auch irgendwo dann gelagert werden. Wo sind wir jetzt? Ich glaube am Ende. Ja. So. Ja genau, da mache ich die Decke noch 2 höher. Dann grabe ich hier erstmal alles an der Seite aus, damit wir schon mal so eine Grundstruktur haben und ich dann gleich nur noch alles ausheben muss. Dann auch noch. Also die Preise haben wir jetzt schon mal. Jetzt nur noch die Länge. Wir müssen das ja trotzdem noch ein weitermachen, ne? Weil wir brauchen ja noch die Decke. Die will ich übrigens ja auch, will ich ja auch aus Wood machen, aus Holz. Und da muss ich natürlich noch mal eine Ebene weitergehen. Das wird dann doch schon sehr hoch, fällt mir gerade auf. So. Mach ich hier auch noch alles, da rippe ich nochmal alles weg. Oh, ich höre einen Zombie. Kann aber nicht hier sein.
Ich habe so das Gefühl, dass hier in der Nähe dann eine Höhle ist. Das wäre natürlich auch nicht so nice. Ich meine, da kann man ja auch einfach drumherum bauen, ganz ehrlich. Langsam wird es auch eng mit Holz. Müssen wir auch mal gucken. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal kurz Holz farmen, damit ich das auch mal aus der Liste habe hier. Ach, und vielleicht setze ich hier mal eine Fackel, weil ihr seht ja gar nichts, fällt mir gerade auf. Es müsste genug Licht sein. Ich glaube, das wird meine Spitzhacke nicht mehr lang mitmachen. Ich glaube, wir haben ja noch genug Eisen. Ja, 6 Stück. Das reicht noch für 2. Und vielleicht finden wir jetzt hier auch noch ein paar Rohstoffe, indem wir das hier gerade alles mal ausheben. Bin ich so optimistisch. Ja, und was habe ich gesagt? Da ist eine Höhle. Und wie ich gerade gehört habe, ist dort auch ein Zombie drin. Und ich traue mich da jetzt gerade im Moment nicht runter, weil ich halt keine Ausrüstung habe. Oder ja, ich hab halt kein Essen mehr, ja. Ich kann kein Leben mehr generieren. Wenn ich da jetzt runterhopse, dann verliere ich vielleicht nochmal ein halbes Herz und dann trifft mich noch ein Skelett und dann ist aus. Vielleicht geht da jetzt nochmal nicht runter. Ich grab jetzt noch bis hier. Und dann werde ich erstmal nach Essen suchen und noch ein bisschen Holz farmen. Dann gehe ich mal kurz auf Erkundungstour. So. Und es ist Tag, das ist auch sehr schön. So, habe ich einen nachgepflanzt? Nee, habe ich gar nicht. Ich wollte ja eh noch eine Holzplantage machen, da wo ich schön immer Holz farmen kann. Das mache ich aber auch erst später. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, Essen zu finden. Da oben ist ein Hase. Ach Quatsch, ach Scheiße, die droppen ja gar kein Fleisch, ne? Die geben nur ein bisschen Fell ab, meine ich. So war das letztes Mal nämlich auch. Ah, da ist da, ah, schön. Oh, kann ja auch nicht essen. Ach, das sind Körperteile. Ja, schön. Ich dachte, Hasen kann man essen. Da ist noch ein Schaf. Kann ich auch mal ein paar mitnehmen. Für die Wolle. Droppen ja auch Fleisch, seid mal ja Dings. Jo. Ach, das ist ja geil. Muss ich noch gar nicht. Ich dachte, die geben nur ein bisschen Wolle ab. Das ist mir neu. Vielleicht ist das ja seit neuestem in der 1.8 integriert. Oh, sorry. So. Fällt gerade auf, es leckt ein bisschen. Sorry dafür. Weiß gerade auch nicht, woran es... Oha. Oh. Geil, 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 geil. Geile Scheiße. Schön viel essen. Reicht erstmal. Ich sehe jetzt hier auch gerade keine Lebewesen mehr in meiner Nähe.
Haben sie schon alle verpieselt? Vielleicht liegt es ja auch an meinem Aussehen. Aber naja. So, mein Zuhause war hier irgendwo in dieser Richtung. Und ich höre schon wieder einen Zombie. So, ja, dann gehe ich einfach mal. Wo ist hier noch Kohle drin? Ja, Kerkohl. Können wir mal mitnehmen. So. Verbrenne ich hier erstmal die Kerkohl. Davon haben wir ja. Das will ich erstmal weg haben. Davon haben wir ja nicht so viel. Ach ja, ich freue mich schon auf das delikate Essen. So, nun wird auch unser Leben wieder generiert und dann wage ich mich auch gleich mal kurz in die Höhle rein. Ich hoffe, das geht gut. Da können wir auch noch hier kurz unser Schweinefleisch braten. Und in der Zeit können wir uns auch schon mal wieder eine Spitzhacke bauen, weil die ist ja auch bald Schrott. Ah ja, genau, ich wollte mir da oben ja noch ein bisschen Platz verschaffen. Ich muss gleich mal kurz ein bisschen aussorgen. So. Ich habe auch wieder viel Stein, ey. Muss ich gleich auch erstmal was von loswerden. Ah ja, und die Dinger hier, die wollte ich auch loswerden, da muss ich auch noch machen. Deshalb wollte ich auch eigentlich erst eine Vorratskammer machen, aber jetzt wo wir eh erstmal nicht weiterkommen, weil da unten eine Höhle ist, werde ich erstmal kurz die Höhle erkunden. Vielleicht ist da ja auch noch ein bisschen Eisen. Dann wage ich mich mal nach unten. Und machen wir dann auch gleich schon mal eine Treppe. Ich weiß, man sollte ein bisschen weiter graben, aber jetzt gerade... Oh, ein Mine. Ein Mine. Das geht hier doch ein bisschen weiter rein. Ich gehe dann doch erstmal hier nach oben. Ich gehe mal auf der anderen Seite.
zur Mine.